So, ihr seid ungefähr fertig. Sonst müsst ihr diesen QR-Code von Hand eingehen. Das ist pingo.upb.de und dann /3714. Kann man auch von Hand hin surfen. Okay. So, herzlich willkommen zur Vorlesung Programmiermethodik im Wintersemester 2014-2015. Kommt alle rein, in der Mitte sind noch Plätze frei. Ich freue mich, dass wir so eine große Gruppe sind. Ihr seid alle im dritten Semester Informatik, grob, fünftes Semester, zweistellig. Okay, schön. Mein Name ist Albert Zündorf. Ich bin Leiter des Fachgebiets oder Professor für Software Engineering. Ich bin jetzt hier an der Uni seit 2001 grob, schon so 13 Jahre. Ich habe erschreckt festgestellt, dass ich im Oktober 1984 angefangen habe zu studieren. Das heißt, ich mache den Scheiß jetzt 30 Jahre lang. Wird Zeit, dass die Rente kommt. Zwischendurch in der Vorlesung werde ich mal ein paar Anekdoten aus, wie das früher war, als es noch keine Mäuse gab, zum Beispiel, erzählen. Das kann ich mir aber selber auch nicht mehr vorstellen. Das ist ganz schön kompliziert. Wir machen in dieser Veranstaltung Programmiermethodik oder objektorientierte Programmierung und werden uns damit insbesondere intensiv auseinandersetzen. Und wir machen das, weil objektorientierte Technologien in den letzten 15 Jahren die Informatik und das Programmieren deutlich vorangebracht haben und deutlich einfacher gemacht haben. Ich bin Professor für Softwaretechnik und Softwaretechnik hat so den Leitspruch, dass es irgendwie leichter gehen. Ihr alle habt Einführung in die Programmierung mit großem Erfolg absolviert. Hoffe ich mal. Oder macht das dieses Semester nochmal, kann ich sehr empfehlen, wird dieses Mal von einem anderen Professor gehalten, nämlich von mir. Okay, in der Softwaretechnik geht es darum, die Produktivität und Qualität von Softwareentwicklung zu vereinfachen. Es gibt in den klassischen Programmiersprachen so ein paar Fallstricke, die historisch gewachsen sind und die kein Mensch braucht. Eine so eine Sache sind Arrays. Mit Arrays wird völliger Unfug getrieben, die machen total viel kaputt. Ja, in Algorithmen und Datenstrukturen haben wir da viel mit gemacht, aber das war ein schwerer Fehler. Arrays kommen immer zusammen mit so einer komischen Vorschleife. Jeder schon mal von gehört? Grob, ne? Und diese Vorschleifen bei diesen blöden Arrays haben diese in einem von zehn Fällen sind die ein Element zu kurz, das heißt, das letzte Element des Arrays wird nicht mehr verarbeitet, oder sie sind ein Element zu lang, du greifst hinter das Array. Und dann passiert halt irgendein Null Pointer Exception, wenn es gut läuft oder was Schlimmeres. Dieser Fehler ist seit den 70er Jahren bekannt, dass man mit diesen Arrays und diesen Indizes plus 1 muss ich das oder minus 1, kleiner oder kleiner gleich, was muss ich denn da jetzt hinschreiben, dass da ständig Unfug gemacht wird und dass die Leute sich damit ständig verhauen. Die Software-Technik hat gesagt, das ist scheiße, das muss weg, das Ding. Und hat dann im Wesentlichen gesagt, wir machen das mit so einer For-Each-Schleife. Die lernen wir spätestens in dieser Vorlesung auch kennen. Und das ist letztendlich die Grundidee von Software-Technik. Die ursprünglichen Disziplinen haben gesagt, ja, hey, Programmieren, das ist sau schwierig. Programmiersprachen, boah, sind die kompliziert. Und da kann man ganz, ganz, ganz wüste, abkürzende Ausdrücke einführen. Und wenn man dann i++ + 2 macht, dann kommt dann auch irgendwie 3 raus oder auch 4. Da kann man ganz, ganz seltsame Dinge mit tun. Und tricky Geschichten mitmachen. Die Softwaretechnik sagt ganz klar, tut das bitte nicht. Wer solche Konstrukte verwendet, wo man länger als eine halbe Sekunde nachdenken muss, was das wohl bedeutet, der verwirrt seine Mitmenschen und sich selbst. Und das macht Programmieren, das ist so schon schwer genug, da müssen wir nicht noch komplizierte Sprachen verwenden oder komplizierte Sprachkonstrukte.
Und die Idee der Softwaretechnik ist, mach doch bitte das Programmieren so einfach wie möglich. Dann können wir nämlich kompliziertere Probleme lösen und müssen uns nicht mit dem Compiler abkämpfen oder mit dem Verstehen von irgendwelchen seltsamen Sprachkonstrukten. Das ist der ganze Aufhänger eigentlich. Und die Softwaretechnik macht darüber hinaus oder insgesamt Methoden, was immer das jetzt wieder ist. Wir machen Arbeitsorganisation. Also wie organisiert man Teams von Softwaremenschen, damit die gut zusammenarbeiten können, damit die sich untereinander verstehen, ist wahnsinnig schwierig. Wir arbeiten an besseren Programmiersprachen und Modellierungssprachen. Wir arbeiten dann zusätzlich zu den Sprachen an Werkzeugen. Programme, die einem beim Programmieren helfen, das ist total cool. Das ist eigentlich so die Königsdisziplin. Und Techniken, was immer das jetzt auch ist. Ein bisschen was Organisatorisches vorweg. Die Vorlesung findet dienstags um 12 Uhr statt. Oder wollt ihr lieber Viertel nach? Irgendwie essenstechnisch? Nee, 12 Uhr ist gut, ne? 12 Uhr. Hier in diesem Raum. Heute ist die erste Vorlesung. Es gibt zu der Vorlesung eine Übung. Die fängt so kurz nach 2 im Zitpool unten an. Ist immer freitags im Rechnerraum. Und die erste ist diese Woche Freitag. 25. stimmt das? Nee, ist der 24. ne? Tag stimmt eventuell nicht. Ja, habe ich. Letztes Jahr war es der 25. Steht auch noch 2013. Hey. Habe ich nicht geändert. Okay. Es gibt jede Woche Hausaufgaben. Jede Woche, glaube ich, ja. Die werden von uns liebevoll korrigiert und bepunktet. Ihr kriegt Kommentare zurück. Und diese Hausaufgaben sind eine Voraussetzung zur Teilnahme an Klausuren. Und es gibt irgendwie Punktenachlass für die Klausuren. Die Details erklärt euch Stefan, wo ist er? Stefan und Tobias, die Übungen betreuen. In den Übungen erklären die das. Dazu gibt es dann eine Klausur in der vorlesungsfreien Zeit. Grundsätzlich ist es so, dass die Hausaufgaben jeder bitte einzeln macht. Keine Teamabgaben mit 2 oder 3 Leuten. Programmieren ist eine handwerkliche Tätigkeit. Und das lernt man nicht durch reines Nachdenken, ein bisschen auch, sondern durch Machen. Man muss das üben. Das ist so wie bei einer technischen Sportart. Der Erfolg im Tennis, Tischtennis oder Badminton steht im direkten Zusammenhang mit der Anzahl der Trainingsstunden, die man hatte. Und Training kann man nur durch mehr Training ersetzen und nicht durch kluge Didaktik oder irgendeinen Scheiß. Ihr müsst das trainieren. Man wird durch Training bei der Softwareentwicklung wirklich schneller. Relativ lang. Also die ersten 20 Jahre lang wird man tatsächlich jedes Jahr 10% schneller im Programmieren, würde ich mal sagen. Im ersten 2 Jahren wird man sogar deutlich mehr schneller. Ich habe das Gefühl, ich werde immer noch schneller. Tatsächlich wird bei mir das Lesen langsamer. Also ich bin jetzt knapp über 50 und wenn auf dem Bildschirm so viele Dinge sind, die so blinken, ne, und der Adblocker hat versagt und dann kriege ich tatsächlich diese Seite nicht mehr gelesen. Das lenkt mich wahnsinnig ab, das kann ich nicht mehr. Ne, ich muss immer, meine Sachen müssen, mein Programmierding muss auch immer fensterfüllend sein. Wenn da noch 5 andere Fenster im Hintergrund sind, dann bin ich raus, das kann ich nicht. Na, da werde ich langsam alt, aber so im Grundlagen hacken geht noch, oder? Stefan ist mein härtester Konkurrent. Ich glaube, du hast einfach mehr Erfahrung als ich, das weiß ich nicht genau. Der ist auch relativ schnell an der Tastatur. Das ist ein Riesenproblem für so eine Truppe wie euch, weil es gibt wahnsinnig große Unterschiede. Hier sind sicherlich welche dabei, die haben in der Schulzeit schon 2 Jahre lang programmiert, haben da schon Spiele gemacht, haben da schon den Lehrer zur Weißglut getrieben und all solche Dinge mehr. Und es sind sicherlich ungefähr die Hälfte dabei, die haben mit dem Programmieren, den Einführen in die Programmierung angefangen und seitdem auch nicht viel mehr gemacht. Kommt das hin? Wer hat den Einführung in der Programmierung angefangen? Nicht alle zeigen auf. Wer hat in der Schule schon große Programme geschrieben? Ein paar Leute hatten es in der Ausbildung und so. Ne? Das reißt euch so ein bisschen auseinander. Und tatsächlich kann das für Leute, die nicht so viel Erfahrung haben. Da ist dann mal so eine Seite Programm, so eine Bildschirmseite, 20, 30 Zeilen. Das ist dann auch schon mal eine tagesfüllende Aufgabe. Das ist ganz normal. Ne? Da hat man 5 Stunden mit zu tun. Und es gibt Leute, die richtig viel Erfahrung haben. Stefan macht an einem
Tag 1000 Zeilen ist überhaupt kein Ding, oder? Ja, ne, das ist überhaupt kein Größe. Das ist ein Faktor 50, der da dazwischen liegt. Und das ist erstmal normal, das ist die gute Nachricht. Ne? Also tatsächlich die Leute, die noch am Anfang sind, wenn ihr jetzt mal so 500 Trainingsstunden ansammelt, dann werdet ihr auch schneller. Dann ist für euch 100 Zeilen auch kein Ding mehr. Und 200 Zeilen und 1000 Zeilen irgendwann kein Ding mehr. Das ist ein bisschen das, was wir hier in der Vorlesung auch machen wollen. Und das funktioniert nur, wenn jeder seine Hausaufgaben selber macht. Und wenn nicht zwei Leute zusammen am Rechner sitzen, dann lernt einer schnell tippen und der andere hat, wenn er Glück hat, kann er nachvollziehen, was da passiert. Aber nur vom Nachvollziehen lernt man es nicht, das selber zu tun. Und die Hoffnung und die Idee ist, dass möglichst viele von euch möglichst viel Praxis in dieser Vorlesung aufsammeln, um dann besser Software entwickeln zu können. Okay, ich nehme meine Vorlesungen standardmäßig auf, ein paar wissen das vielleicht schon. Habe ich das gestartet? Ja, ne, hat gestartet am Anfang, hoffe ich mal. Hilfe. Ja, läuft. Geh wieder weg. Hilfe. Nicht ausmachen. Nur weggehen. Das ist wird nachher ein MPEG-Video. Das lade ich bei uns auf die Seiten zur Vorlesung hoch und da kann man sich das dann nachher angucken. Mit ein bisschen Glück ist das die hier. Weiß nicht genau. Ja, die ist das. Na? Das ist die Vorlesung Programmiermethodik und hier ist ein Blog unten dran, wo wir regelmäßig die Screencasts der Vorlesung, also Mitschnitte plus Ton, wenn er nicht versagt, das kommt relativ oft vor, so jedes sechste Mal geht die Vorlesung ohne Ton, ist auch schön, dann kann man die Vorlesung nochmal nachgucken. Das ist im Wesentlichen dafür gedacht, wenn man nachher die Hausaufgaben macht, dann kommt man irgendwann an diese Stelle, wo steht, ah, das hat er erklärt, wie das geht. Und dann kann man sich die 10 Minuten nochmal angucken. Na? Wer Lust hat und es kommt nichts im Fernsehen, kann sich das auch nochmal ganz angucken. Aber eigentlich ist es dafür gedacht, dass man so ein paar Punkte nochmal nacharbeiten kann. Das funktioniert auch eingeschränkt gut, wenn man auf dem Weg zur Vorlesung ein schweres Straßenbahnunglück hatte oder im Streik der Lokführer betroffen worden ist und man kommt jetzt da 1,5 Stunden zu spät zur Vorlesung, hat das gerade so verpasst, dann kann man sich hier auch nochmal nachgucken, im Prinzip. Ältere Jahrgänge behaupten glaubhaft, das Original wäre besser als die Vorlesungen, aber hey, schauen wir mal, müsst ihr selber entscheiden. Als die Aufzeichnung. So, das war der Teil. Literatur. Man soll Bücher empfehlen. Das macht man so an der Uni. Jetzt finde ich persönlich Bücher doof. Das macht diese Stelle hier für mich ein bisschen schwierig. Im Bereich Softwaretechnik wird im Allgemeinen der Helmut Balzert empfohlen. Das ist das Lehrbuch der Softwaretechnik oder Taschenbuch der Softwaretechnik. Wie diese Taschenbücher immer so sind, das ist ungefähr 5 Kilo schwer. Ein Riesending. Und ja, ich darf das jetzt eigentlich öffentlich nicht so sagen, aber das ist Mist. Das ist ein Sammelwerk, das ist mehr so ein Lexikon. Wer sich dafür interessiert, wie viele Klassendiagrammnotationen es in den 80er Jahren gab, der wird die alle in diesem Buch finden. Na, das gab ungefähr 20. Die werden da alle immer so auf 3 Seiten erklärt und dann kommt die nächste Diagrammart, die die Softwaretechnik irgendwann mal hervorgebracht hat und wir waren fleißig in den 80er, 90er Jahren. Na? Und die werden da alle völlig ohne Sinn und Verstand und Kommentar dargestellt und das bringt einen wirklich nicht weiter. Also insbesondere für diese Vorlesung bringt das überhaupt nichts. Wir werden in der Vorlesung Unified Modeling Language machen. Das ist das, der Standard, auf den sich die Welt so in den Nullerjahren im Prinzip geeinigt hat oder Ende der 99 war es wohl, Ende des Jahrtausends. Das ist die Notation, die heute verwendet wird und das Originalbuch ist von Butch, Rambaud und Jacobsen. Butch, Rambaud, Jacobsen werden auch die Gang of Three genannt, war nicht wahr? Die Three Amigos werden die genannt. Die Three Amigos sind das und viel näher an einen gottähnlichen Status kann man nicht kommen als die drei. Ne? Also das sind tatsächlich Götter der Informatik, die alle noch leben. Ne?
Ivar ist so ein durchgeknallter Schwede, der ist jetzt inzwischen auch schon stark auf die 70 Tour durch die Welt, hat viele Vorträge, haben wir schon mal ein paar Mal Bier mitgetrunken. Das Tolle ist, diese Götter der Softwaretechnik, die kann man, die leben fast alle noch, die kann man alle noch treffen und mit denen ein Bierchen trinken. Das ist sehr gut. Ich habe sonst immer empfohlen für UML Jochen Seemann, Wolf von Gudenberg, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, ist auch schon 14 Jahre alt. Softwareentwurf mit der UML, das Buch ist insbesondere deswegen toll, weil es auch ein bisschen beschreibt, nicht nur das ist, kann man alles hinmalen, sondern dass dieses Sprachkonstrukt benutzt man, um das und das zu tun. Richtig wichtig ist dieses unglaublich wichtige Werk hier, weil ich da Co-Autor bin. Ne? Das ist tatsächlich das, woran sich auch die Vorlesung orientieren wird. Jetzt muss ich mal gerade wieder auf diesen Pfeil rübergehen, damit ich das auch anwählen kann. Das habe ich mit einem Kollegen zusammengeschrieben, der die gleiche Vorlesung in Estland hält oder gehalten hat zu jener Zeit. Die brauchten ein Lehrbuch. Ist leider auf Englisch. Und dann haben wir tatsächlich für diese Vorlesung das exakt aufgeschrieben. Die Vorlesung hält sich relativ eng da dran. Und wenn ihr das zum unglaublichen Preis von 21,40 Euro oder als Kindle Edition für 4,11 Euro kauft, dann macht ihr einen alten Mann sehr glücklich. Wenn nicht, ist auch gut. Es ist nur ein Buch. Ne? Und ich finde Bücher doof. Hätte ich vielleicht keinen schreiben sollen. Aber da kann man nochmal ein paar Sachen drin nachlesen, wenn man das gerne möchte. Wer Bücher mag, werden diese 4,11 Euro vielleicht gut investiert. Es gibt Hintergrund, der ist mehr aus softwaretechnischer Sicht interessant. Es gibt von Tom DeMarco Der Termin, das ist ein uraltes Werk, das ist so ein Krimi im Prinzip, so eine Erzählung. Da wird ein Typ, der ist Softwareprojektmanager, wird gekidnappt, in ein Entwicklungsland verfrachtet, wo es ganz, ganz viele Softwareentwickler gibt und soll riesengroße Softwareprojekte da managen und erzählt so ein bisschen, wie er das macht. Ist etwas anekdotisch aufgezogen und greift insbesondere Sachen auf, die wir für Software Engineering 1 eigentlich hauptsächlich brauchen. Es gibt noch The Mythical Man-Mans. Der erklärt nochmal, dass wenn eine Frau für ein Kind 9 Monate braucht, schaffen 9 Frauen das deswegen nicht in einem Monat und dementsprechend lässt sich Projektzeit nicht beliebig komprimieren. Und das wird hier nochmal drin erklärt. Woraus jetzt der Softwaretechniker ableitet, nur keine unheilige Eile bei der Softwareentwicklung. Ne? Wir werden eventuell, wir haben das die letzten Jahre eigentlich immer gemacht, gucken mal, ob wir es dieses Jahr auch nochmal schaffen, einen Teil der Hausaufgaben, die ihr abgibt, statistisch auswerten, um rauszukriegen, wie gut funktionieren die Erklärungsansätze, die wir entwickelt haben für diese Vorlesung, wie gut kommt hier insbesondere mit den SDM-Lib-Werkzeugen klar, im Vergleich zu dem, was man früher gemacht hat. Damit seid ihr jetzt schön unsere Versuchskaninchen für die Verwendung von SDM-Lib. Und wir freuen euch, dass ihr da freiwillig mitmacht. Wenn das einer nicht will, habe ich da auch kein Problem mit. Der sagt kurz Bescheid, dann nehmen wir den aus der Statistik raus. Das ist natürlich anonymisiert, da werden nicht irgendwelche Namen von Leuten veröffentlicht und wie doof die sich angestellt haben oder wie klug die sich angestellt haben. Es geht im Großen und Ganzen um einen Vergleich zu früheren Jahrgängen. Ob die Verbesserungen, die wir an der Didaktik und an dem Werkzeug gemacht haben, ob die helfen oder nicht oder ob es schlimmer geworden ist. Gut. Jetzt sind wir so an der Stelle, ich habe ein bisschen was über mich erzählt und ein bisschen was über die organisatorischen Dinge dieser Vorlesung und mich interessiert ein bisschen, wer ihr seid und was ihr hier wollt. Und neue Technik hält Einzug. Wir haben eben diese QR-Code hier abgescannt und jetzt kann ich hier eine unglaublich schwierige Frage, nämlich Frage aus Katalog, was willst du hier lernen? Die kann ich jetzt hoffentlich starten. Die läuft jetzt circa 5 Minuten und ihr müsstet jetzt auf dieser Handy-App nachlesen. Eine Minute. Okay. Das kann ich ändern. Ich stoppe das Ding. Ha. Und dann kann ich die Fragezeit hochstellen. Okay, und ich gebe hier nochmal so. Erst nochmal, läuft die jetzt wieder? Schade.
Ah, ich kann, ah, da kann ich es einstellen. Rumpel die Pumpe, 5 Minuten, fortsetzen. Okay. Und einen QR-Code. Rumpel die Pumpe, da. Ist der groß genug? Und was ich gerne wissen möchte ist, weswegen seid ihr hier? Was wollt ihr hier lernen? Jeder hat 3 Schlagwörter, die er sagen kann. Und wir werten das dann nachher aus. Bäh. Geht nicht? Geht? Einer geht? Noch einer geht? Ja, beeil dich. Also ich habe es eigentlich neu gestartet. Wahrscheinlich ist das noch nicht überall angekommen. Versucht mal. Hier steht, 12 Leute wären drin. 18. Wollt ihr nochmal den QR-Code haben? Ich muss auch warten, das ist unfair. Teilnehmen. Zugangsnummer. Was für eine Zugangsnummer? 3714, ne? Ich muss warten. Okay. Ich glaube, das bin ich. Kommt nicht rein? Zurzeit verbunden 37 steht da oben. Das bin ich. Also jetzt warten wir mal, bis die 43 drin sind. Also ich habe auch bei mir ein Bitte-Warten-Bildschirm. Ich weiß nicht genau, warum. Die Frage, finde ich, ist, läuft und ist gestartet wie nur irgendwas. Bitte warten. Habt ihr alle bitte warten, oder? Okay. Machen wir nochmal Schluss. Stoppen. Okay. Spannende Abfragen. Okay. Fiese Java-Tricks und Spaß. Hey, tatsächlich nur ein Teilnehmer. Okay, ich versuche es einfach nochmal. Jetzt habt ihr wieder eine Minute, ne? Okay, stoppe ich es nochmal, weil es sich ja so bewährt hat. Ende es auf 5 Minuten und mach mal wiederholen. Seid ihr drin? Ich will auch. Hey, ich bin drin. Hey, super, die Wörter, die ich schon eingegeben habe, funktionieren nochmal. Wow, ich bin drin. Wow, super cool. 9. Okay, wir warten, bis wir 42 Teilnehmer haben, dann ist genug. Das ist. Ja, okay, bis auf die Startschwierigkeiten.
Wie viele Teilnehmer haben wir? 32 steht auch. Und wie viele sind im Raum? 76. Geht noch was? Hey, wir haben die 42 übersprungen, Scheibe. Okay, haben wir alle, oder? Ist okay? Können wir mal einsammeln oder? Da tippt noch einer oder tippst du was anderes? Okay, ist das okay, wenn ich abbreche? Bin ganz aufgeregt. Wow, haben wir eine Tech Cloud. Das sind eure Antworten im Prinzip. Hier steht schnelles Programmieren. Ihr habt auch von meinem Einführungsteil zugehört, das ist cool. Ein bisschen was wollen wir in diese Richtung machen, wobei eigentlich wollen wir einfach programmieren. Das ist dann auch schnell. Ne? Aber okay, da kommen wir ungefähr hin. Unified Modeling Language ist cool. Wir werden uns mit Java relativ wenig beschäftigen. Es gibt ein paar, ihr habt das alle in Einführung und Programmierung ausführlich gelernt. Dementsprechend gibt es da nicht mehr viel zu lernen. Wir werden aber tatsächlich ein paar Sachen machen, wo die Sprachen, die es heute gibt, da ist Java nicht alleine, haben keine vernünftige Unterstützung für bidirektionale Assoziationen, was immer das ist. Und wie man das verbessert oder was man dann machen muss, das werden wir hier lernen. Wir werden uns auch ein bisschen intensiver mit diesen Package-Visibility-Geschichten ausdenken, so Private, Public und was es da so alles so gibt. In dem Teil sind wir dann schon nochmal unterwegs. Ja, Spaß finde ich auch sehr wichtig. TIV programmieren? Was zur Hölle ist das? Effektiv. Ha, kriegt man das irgendwie größer? Ist das, kriegen wir jetzt hier irgendwie mehr drauf? Nicht wirklich, ne? Ansicht ändern, mal auf Tabelle gehen. Uah. Okay, 4 Nennungen von UML, 3 Nennungen Java, schnelles Programmieren, besser Programmieren, fiese Java-Tricks. Nein, 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 das wollt ihr nicht lernen. Das ist ganz doof. Das braucht kein Mensch. Wollen wir nicht haben. Jetzt können wir wieder ein bisschen größer werden, oder? Okay. Ist nicht besser geworden. Entschuldigung. War schon gut so, ne? Wieder die Tabelle, okay. Okay. Klausurstoff. Also, vielleicht dazu, die Idee ist eigentlich, das Lernen findet statt, während ihr die Hausaufgaben macht. Dabei eignet ihr euch die Dinge an, die hier dargestellt werden. Lernen passiert relativ wenig in der Vorlesung. Das ist mehr so, belauschen und berauschen lassen, da kommt nicht so wirklich viel im Hirn an. Das Richtige passiert nachher, wenn ihr die Übungsaufgaben bearbeitet. Und da werdet ihr das Richtige lernen. Jetzt sind so Programmiersachen in Klausuren relativ schwierig. Wir könnten eine Aufgabe stellen, hier programmiert dieses große Programm. Und das machen wir dann irgendwie alle 5 Stunden lang. Aber tatsächlich kriegt man in 5 Stunden kein großes Programm zusammen. Und wenn man dann mal irgendwie an irgendeiner Stelle einen Hänger hat, dass irgendein Compilerfehler nicht weggeht,
Das ist wahnsinnig ungerecht. Die Klausur ist prinzipiell so angelegt, dass die Leute, die die Übungen immer schön gemacht haben und sich das wirklich erarbeitet haben, diese Klausur locker schaffen. Diese Klausur hat eine relativ geringe, also eine relativ gute Bestehensquote. 70-80% kommen da normalerweise durch. Ist kein großes Ding. Die einzige Aufgabe dieser Klausur ist es, die Leute rauszufischen, die die Hausaufgaben nur kopiert haben. Die sollen bitte dann auch die Klausur nicht bestehen, dann ist das die gerechte Strafe. Wer die Hausaufgaben gemacht hat, von dem möchte ich gerne, dass er die Klausur besteht. Und so versuchen wir, die hinzutricksen. Da gibt es so ein paar Sachen, wie man das immer wieder machen kann. Aber das ist im Großen und Ganzen der Plan. Das heißt, wenn ihr dem Übungsbetrieb ordentlich teilnehmt, dann besteht hier diese Klausur. Ist fest versprochen. Okay? Und deswegen brauchen wir die Klausurstoff nicht besonders lernen. Effektiv programmieren, ja, eigentlich schon. Das ist schon die Idee. Effektiv hat mehrere Schattierungen in der Softwareentwicklung. Was wir hier wenig machen werden, ist Programme machen, die effektiv mit dem Rechner umgehen. Also die schnell laufen, wenig CPU-Zeit brauchen, wenig Speicher brauchen, wenig Festplatte brauchen. Da bin ich völlig mitleidlos. Lass das Ding ruhig glühen. Na? Das braucht relativ wenig Strom. Wenn ihr Sorgen habt wegen dem Energiebedarf, nehmt einen Laptop, dann braucht er nur noch 10% des Stroms. Und dann könnt ihr das Ding ruhig mal ein paar Stunden lang glühen lassen. Ne, so, das Spiegeleierkochen sollte möglich sein. Wenn euch das 5 Minuten Nachdenken erspart, dann ist das 2 Stunden lang den Rechner kochen völlig okay. Prinzipiell ist es eigentlich so, dass man insbesondere so in den Programmiersprachenveranstaltungen häufig so lernt, ja, wenn du da anstatt i wird zu i plus 1 i plus plus schreibst, dann sparst du einen CPU-Zyklus. Oder irgend so ein Quatsch. Na? Ein CPU-Zyklus oder ein Maschinencode-Befehl oder einmal was aus dem Speicher holen, wieder reinschreiben oder irgendeinen Scheiß, macht dieser Rechner da 2 Milliarden Mal pro Sekunde. Wenn ihr das einmal spart, so schnell könnt ihr nicht die Augen auf und wieder zumachen, da hat er schon 1 Million Mal das gemacht. Ne? Das heißt, wenn ihr da 5 Sekunden drüber nachgedacht habt, die Zeit holt ihr nie wieder rein. Ne? Also und holt auch der Rechner nie wieder rein. Ihr müsstet das 10 Milliarden Mal ausführen, das Programm, um die Zeit wiederzubekommen. Das lohnt nicht. Lasst lieber den Rechner schwitzen. Das heißt, wenn ich von effektiv rede, meine ich immer unter sparsamer Einsatz der Ressource Programmierer oder Programmiererin. Na, also für die Softwaretechnik ist die knappe Ressource immer, die sind die Leute, die vorm Rechner sitzen und am Rechner arbeiten. Die haben wir zu wenig. Wir haben nicht zu wenig Hardware. Hardware gibt es wie Sand am Meer. Wir haben zu wenig Leute, die programmieren können. Und deswegen müssen wir mit denen effizient umgehen. Das ist tatsächlich das Spiel. Spaß finde ich ganz, ganz wichtig. Wir werden lernen, warum Arrays böse sind. Sehr coole Antwort. Ja, Java-Tricks eher nein. Woran kann man hier Java-Tricks lernen? Keine Ahnung. Skills... Arrays sind doof, genau. Habe ich hier, ich will jetzt keine überspringen. Schnell tippen, ja, sehr wichtig. Ja, ich mache nächste Vorlesung was zu dem schnell tippen. Da könnten wir Klausurpunkte draus machen von mir aus. Shortcuts. Gehören zum effizienten Programmieren dazu im Sinne des Softwaretechnischen effizient, werden in dieser dieser Vorlesung Java-Entwicklung mit Eclipse machen. Wer kennt Eclipse? Ja. Womit habt ihr das in Einführung in Programmierung gemacht? Notepad. Okay. Eclipse wird uns da eine Menge abnehmen und es gibt bei Eclipse erschütternd viele Tastaturkürzel, mit denen man das bedient, und 100 Stück davon sollte jeder in dieser Vorlesung lernen, finde ich. Objektorientierte Programmierung ist tatsächlich ein wichtiger Schwerpunkt. Fiese Java-Tricks hatten wir, genau. Programmieren im Team wird hier in der Vorlesung noch nicht stattfinden. Programmieren im Team machen wir nächstes Semester. Da ist
Softwaretechnik 1. Und da werden wir euch in Gruppen einteilen, typischerweise 8 Personen. Und dann macht jeweils ein 8er-Team ein Computerspiel typischerweise. Wir könnten nochmal wieder eine praktische Anwendung machen, so eine Verwaltungsanwendung. Tatsächlich machen Computerspiele meistens mehr Spaß. Und da werden wir lernen, insbesondere eine gemeinsame, im Team eine Vorstellung von dem Design der Anwendung zu bekommen. Wie wird dieses Ding intern arbeiten? Und diese gemeinsame Vorstellung braucht man, damit dann anschließend jedes Teammitglied einen bestimmten Teil davon machen kann. Und dafür muss man sich relativ viel darüber austauschen, wie funktioniert das Ganze, und das machen wir in der Vorlesung. Professionell. Oh, das würde ich auch gern können. Erich sind sehr, sehr doof. Graphical User Interfaces, das werden wir machen. Haben wir in Einführung in Programmierung, habt ihr das, glaube ich, gar nicht gemacht. Da hatten wir In und Out und gut ist. Das werden wir hier in dieser Vorlesung machen, leider erst so zweite Hälfte, fürchte ich. Strukturiertes Programmieren. Weiß nicht genau. Ich stelle die Frage mal zurück und ich frage euch dann am Ende der Vorlesung, ob ihr glaubt, ihr habt das jetzt gelernt. Keine Ahnung, was das genau ist. Einen vernünftigen Grund, Java zu verwenden. Ja. Das ist eine gute Frage. Also, tatsächlich ist es so, dass Programmiersprachen gewissen Modetrends unterliegen. Als ich angefangen habe, waren C und C++ relativ verbreitete Sprachen schon. Und dann kam aber sehr, sehr stark Pascal. Wir haben alle Turbo Pascal gemacht. Das lag daran, dass es Turbo Pascal gab. Das war die erste Programmiersprache, die auf einem PC vernünftig lief. Ein PC, das begab sich. Also als ich 1984 angefangen habe zu programmieren, jetzt kommen die Anekdoten, hatte die Universität Aachen, wo ich studiert habe, einen Siemens-Rechner BS2000, hieß der. Der stand im Rechenzentrum im Keller, wurde mit Stickstoff gekühlt, hatte noch Röhren, glaube ich, keine Ahnung, kann auch Transistoren gewesen sein. Der muss so ungefähr, das war ein riesengroßer Rechner, der wurde von so einem 12er-Team Leute mit Laborkitteln bedient. Der wird so 4 Kilobyte Hauptspeicher gehabt haben, so grob oder irgendwie sowas. Und wir haben den mit 60 Studenten malträtiert und da war schon das Problem, Mäuse gab es Gott sei Dank noch nicht damals, damit wäre der Rechner nicht klargekommen. Es gab Terminals in Bernstein oder in Grün, also so schwarz-weiß Terminals, 24 Buchstaben nebeneinander, nee, 80 nebeneinander, 24 Zeilen übereinander und da konnte man dann Sachen eingeben. Wir haben früher für solche Sachen den VI verwendet. Die wollten nicht wissen, was das für ein Ding ist. Tatsächlich war die BS2000 zu schwach, um den VI da drauf laufen zu lassen. Stattdessen gab es den ED, den Editor. Der konnte nur eine einzelne Zeile ändern. Da konnte man sagen, ich möchte jetzt gerne die Zeile Nummer 42 von meinem Programm eingeben oder da drinnen was ändern. Dann hat er diese Zeile im Bildschirm dargestellt, dann konnte man mit dem Cursor hin und her laufen, dann konnte man da Buchstaben einfügen, dann konnte man diese Zeile wieder abschicken. Und dann konnte man sagen, oh, jetzt stell mir bitte mal Zeile 20 bis 42 da. Und dann konnte man sagen, oh, jetzt möchte ich gerne Zeile 23 ändern. Und so weiter und so weiter. Das war ungefähr wie Lochkartenstanzen, was ich auch am Anfang mal machen musste. Danach gab es also PCs, 80, 88, 16-Bit breit, waren so die ersten. Da liefen die Compiler, die es zu der Zeit gab, nicht drauf. Die Compiler, die es gab, waren riesengroße Kisten. Und weil Hauptspeicher so knapp war, haben die typischerweise das Programm von einem Band gelesen. Kennt noch einer Tonbänder? Das sind so Kassetten, Tonkassetten, so mit Benjamin Blümchen, aber in größer. Und die konnte man mehrfach bespielen. Und da gab es turmhohe Schränke, in denen solche Bandlaufwerke verbaut waren. Davon hatte diese BS2000, glaube ich, 5 Stück. Und dann wurde, wenn ein Compilerlauf anstand, ging dann ein Operator, das war damals ein ehrbarer Beruf,
an einen geheimen Schrank mit Panzertür, nahm einen riesengroßen Stapel Lochkarten raus, legte, das war der Compiler, legte den irgendwo ein, der wurde auf so ein Band geschoben. Und dann hat man seinen eigenen Lochstartenkabel abgegeben, oder seinen Datei, konnte man damals auch schon überspielen, abgegeben. Die wurde auf so ein Band geschrieben, weil im Hauptspeicher war dafür kein Platz. 4000 Byte war der Speicher groß, da passen 100 oder 10 Seiten Quelltext hier nicht rein. Das geht nicht. Dann wurde dieses Ding von der Datei, von der Bomband gelesen und wurde erstmal in Token zerlegt. Gescannt nannte man das. Und dann wurde diese Liste von Wörtern, die da rauskamen, auf ein neues Band geschrieben. Dann wurde diese Wortliste eingelesen und wurde geparst. Da wurde dann die Struktur erkannt und dann wurde diese Parserstruktur wieder rausgeschrieben. So eine baumartige Struktur in so einem langen Array. Dann wurde dieses Ding wieder eingelesen und dann wurden daraus Assembler-Befehle gemacht. Maschinencode-Befehle. Wenn das geschafft war, großer Schritt, dann wurde anschließend ein Assembler-Programm gestartet, das diesen Assembler-Code gelesen hat und Maschinen-Byte-Code draus gemacht hat. Dafür musste man die gleichen Inhalte ungefähr 6-mal auf die Festplatte schreiben, Festplatten gab es aber nicht, auf diese komischen Bänder schreiben, und die Schreibgeschwindigkeit waren so 1000 Buchstaben pro Sekunde oder so. Na, viel mehr ging da nicht. Das heißt, es hat ewig gedauert, so ein Compilerlauf. Das war locker eine Stunde, war da weg. Na? Und weil das alles so furchtbar lange gedauert hat, war das für den Heimanwender alles völlig indiskutabel. Die Heimanwender haben dann als erstes mit irgendwelchen Sprachen wie Basic gearbeitet, die wurden interpretiert, das ging irgendwie schneller. Turbo Pascal war dann die erste Sprache, da haben einfach Leute sich hingesetzt und gesagt, warum, hey, wir haben jetzt schon 100 Kilobyte Hauptspeicher. Wir können das im Hauptspeicher machen, wir müssen das nicht mehr auf die Festplatten schreiben. Und Turbo Pascal war der erste Compiler für den Heimbedarf, der sowohl den Programmtext als auch eben diese ganzen Zwischenschritte, die beim Kompilieren nötig waren, im Hauptspeicher abgewickelt hat, und der war dadurch rasend schnell. Der konnte 2 Seiten Quelltext in einer Sekunde kompilieren. Das war unglaublich, vollkommen durchgeknallt und irre. Und also danach ging das so ab mit dem Programmieren. Dann stellte sich raus, dass Pascal nicht genügend Strukturierungsmöglichkeiten für das sogenannte Programmieren im Großen hat. Ich werde das ein paar Mal noch erklären im Laufe der Vorlesung, wo das Problem liegt. Letztendlich liegen in Pascal alle Prozeduren, Methoden oder wie immer man das nennt, oder Unterprogramme oder Funktionen, liegen in einer Klasse für die Leute, die Java gelernt haben. Top-Level im Prinzip. Das heißt, wenn ich eine neue Funktion eingefügt habe in mein Programm, dann war es in 90% der Fälle auf dieser obersten Ebene. Und da musste ich immer aufpassen, dass ich meine neue Funktion nicht so benenne wie eine, die es schon gab. Und man hat mit jedem neuen Namen, den man eingeführt hat, immer so einen globalen Namensraum verschmutzt. Und das geht ganz gut, wenn man das alleine macht, aber wenn 10 Leute das gleichzeitig machen, dann fliegt einem das um die Ohren. Ne? Und dann kommt garantiert irgendwann mal so ein Typ frisch von der Uni und der schreibt dann dahin X, Y für irgendwelche Koordinaten, und das haben schon 50 andere Leute verwendet, und der schreibt in diese Variablen jetzt einfach was Neues rein und bringt das ganze Programm völlig durcheinander. Deswegen hat man Pascal dann irgendwann sein lassen und hat gesagt, okay, lass uns stattdessen Modula 2, war das nächste, was ich gemacht habe, machen. Boah, kennt das noch einer? Das war eine sehr kurze Episode. Da gab es auch nicht so wirklich viele Anwender davon. Dann gab es eine kurze Phase, da haben wir alle Eiffel programmiert oder ADA. ADA war mal kurz davor. ADA hat eine gewisse Bedeutung erlangt, weil insbesondere die Rüstungsindustrie das massiv eingesetzt hat. Und in Amerika ist Rüstungsindustrie und Forschungsmanagement das gleiche Ministerium, sodass sehr, sehr viele Universitäten genötigt wurden, ADA zu machen. Das hat eine relativ weite Verbreitung gebracht. Es gibt immer noch Flugzeuge, die damit fliegen. Militärische Sachen haben relativ lange Entwicklungszyklen. Ne? Also die brauchen 20 Jahre, um so ein Ding zu bauen, und dann fliege ich es noch 50 Jahre lang. Da wird aber nicht dran geändert. Dann kam Eiffel, das hat der Bertrand Meyer gemacht. Das war ein bisschen zu barock. Der hat ganz viel mit diesem, oh, wir brauchen verschiedene Namensräume, da hat er tierische Dinge gemacht, Mehrfachvererbung, lauter so ein Kram.
hat aber nur ein relativ kleines Team, das diesen Compiler gebaut hat, und die sind hier nicht dahinter den Requests hinterhergekommen, haben das nicht geschafft. Dann haben wir in Aachen auf Modular 3 gewechselt, was sich zwar anhört wie ein Nachfolger von Modular 2, aber gar nicht ist. Dann haben wir nach Java gewechselt, als ich nach Paderborn gegangen bin, ein bisschen später. Ich erwarte eigentlich stündlich, dass eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird. Man wechselt diese Programmiersprachen eigentlich alle 5 Jahre so grob. Viel länger halten die nicht durch. Jetzt müsste sowas wie Scala kommen oder Ruby oder JavaScript ist gerade sehr populär am Werden. Lauter solche neue Sprachen kommen. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht, diese Sprachen zu wechseln. Das hält dann immer so eine Woche lang auf. Aber tatsächlich sind die Unterschiede nicht wirklich groß. Also jetzt nehme ich mal irgendwie Java oder C++. Ja, da gibt es wahnsinnig viele technische Details, in denen sich das unterscheidet. Aus Sicht der Softwaretechnik ist das sowas von egal. Das macht überhaupt keinen großen Unterschied auf die Produktivität der Leute. Das ist so egal, ist gerade Schnurz. C-Sharp könnte ich jetzt noch nennen. Also die Microsoft-Welt wird von den Akademikern immer so ein bisschen gedisst. Kann man genauso gut machen, spricht überhaupt nichts dagegen. Gibt es auch gute Werkzeuge und Tools, ist eigentlich alles kein Ding. Meine wichtigste Erfahrung an dieser Stelle ist, je mehr Anwender eine Sprache hat, desto besser sind die ganzen Sachen, die man für diese Sprache kriegt. Je mehr Anwender es gibt, je mehr Programmierer und Programmiererinnen es für Java oder irgendeine andere Sprache gibt, desto besser sind die Entwicklungswerkzeuge, die Compiler, das Eclipse-System, solche Dinge mehr. Dann gibt es plötzlich irgendwelche Metrikwerkzeuge, dann gibt es gute Debugger, dann gibt es grafische Darstellungsmechanismen, dann gibt es plötzlich Code-Generatoren, dann gibt es plötzlich Analysewerkzeuge, die Schwachstellen im Code finden, da gibt es plötzlich 1000 verschiedene Sachen. Es gibt GUI-Bibliotheken, es gibt allen möglichen Kram für allen möglichen Scheiß. Und die Community, die man das heutzutage so schön nennt, die so eine Sprache benutzt und dann letztendlich zur Verbesserung der Sprachumgebung beiträgt, ist durch nichts anderes zu ersetzen. Das ist das, was so einer Sprache richtig viel Momentum vermittelt. Und die Community ist im Java im Augenblick am größten. So, das ist jetzt der gute Grund, Java zu machen. Das machen so viele andere. Und die können nicht irren. Und es gibt keinen wirklich technischen Grund. Das ist nicht, dass diese Sprache an irgendeiner Stelle wirklich besser wäre als irgendeine andere Sprache. Die sind alle, haben sie kleine Vor- und Nachteile und bla. In C++ bin ich ein bisschen Hardware näher, dafür kann ich dann da irgendwie mehrfach Vererbung machen, das geht in Java nicht. Und dafür kann ich in Java das machen und bla. Ist nicht wirklich wichtig für die Softwareentwicklung. Für euch ist eigentlich hauptsächlich wichtig, wo kriege ich die besten Bibliotheken, wo kriege ich den besten Support, wo kriege ich für die Probleme, die ich habe, die besten Hilfen im Internet, was kann ich am einfachsten googeln. Das sind die Sachen, die es wirklich hinterher den Unterschied ausmachen. Bessere Programmiertechnik, ja, sowas machen wir, glaube ich. Vorgehensweise, das machen wir auf jeden Fall. Visuelle Darstellung von Programmen, ja, so ein bisschen. Abläufe der Programmierung werden wir machen. Herangehensweisen werden wir machen. Strategien, Produktivität hatten wir, glaube ich, schon mal. Workflow ist letztendlich die Sache, die wir oben auch hatten. Schneller programmieren, ja, werden wir machen. Sauberer, wollen wir auch machen. Etwas anderes, okay, wir treffen uns nachher. Hacking ist eine Sache, das ist ein heikler Begriff. Manchmal machen wir das auch, will ich gar nicht von der Hand weisen. Softwaretechnik kämpft sehr stark gegen Scaling-Probleme. Es gibt Probleme, die mit Software dadurch entstehen, dass die Software größer wird. Das fängt an damit, dass das Programm selber groß wird. Das ist bis 1000 Zeilen, ist das alles Kinderkram. Das kriegt einer alleine, alleine noch überblickt. Da weiß man noch, ah ja, das habe ich da gemacht, das habe ich da gemacht, die Sache steht da. Das kriegt man noch ganz gut hin. So ab 100.000 Zeilen, ne, das ist dann jetzt schon 50 Zeilen sind eine Seite, 2
1000 Seiten. Das ist schon ein rindig fettes Buch. Das überblickt einer alleine nicht mehr oder eine. Da weiß man plötzlich nicht mehr, scheiße, habe ich das schon gemacht? Muss ich das noch machen? Und ich würde jetzt gerne eine Methode aufrufen, die das und das tut. Ja, das habe ich schon geschrieben. Ja, wo zur Hölle? Das findet man einfach nicht mehr. Und dann braucht man plötzlich Hilfsmittel, die einem dabei helfen. Und es geht jetzt nur darum, dass das Programm größer geworden ist. Dann wird das Entwicklungsteam größer. Und wenn man ein Team hat bis 10 Leute, funktioniert noch super. Wenn man ein Team hat, ja, so groß wie jetzt diese Vorlesung, stellt euch vor, wir wollten alle zusammen ein Programm schreiben, dann verbringt man Stunde und Tage in Besprechungen, nur um allen Leuten zu erklären, was sie tun wollen. Und dieser Kommunikationsaufwand im Team, der da entsteht, wird ab 100 Leute so groß, dass die Produktivität auf Null geht. Von 40 Stunden die Woche beschäftigt man sich 35 der Stunden die Woche damit, sich mit anderen Leuten abzusprechen und nachzuvollziehen, was die anderen gerade geändert haben, was einen betrifft. Und dann kommt zu gar nichts mehr. Dann kann man auch einfach aufhören. Und dann ist es manchmal effektiver, zu sagen, okay, 90 Leute, ihr spielt jetzt Kart. Ihr 10, ihr reißt jetzt das Projekt raus, dann sind wir alle zusammen schneller fertig. Na? Das kann tatsächlich passieren. Und dann hat man was Organisatorisches falsch gemacht. Programme scalen im Datenbereich. Ne? Prinzipiell gilt die Faustformel. Solange alle deine Daten in den Hauptspeicher passen, ist es total simpel. Sobald der Hauptspeicher nicht mehr groß genug ist, musst du eine Datenbank verwenden. Und dann geht der Ärger aber los. Ne? Da musst du Tabellen machen, da musst du da SQL-Queries absetzen, da musst du aufpassen, wenn das vier Programme gleichzeitig tun, Transaktionskonzepte entwickeln und all so ein Kram, macht dein Programm 3- oder 4-mal so kompliziert wie vorher. Nur, weil du an diese Größengrenze gestoßen bist. Wenn du mehr Benutzer hast, 10 Benutzer sind easy. Wenn einer ein Problem hat, ruft er dich an, du sagst ihm, was er tun soll, ja, gibt's einen Workaround oder ich behebe den Fehler, kein Problem, du kriegst eine neue Version. Wenn du 1 Million Benutzer hast, dann möchtest du nicht, dass jeder Tausendste dich einmal am Tag anruft. Weil dann machst du nichts anderes mehr. Na? Wenn dich 1000 Leute anrufen, du besprichst mit jedem 5 Minuten, dann hast du eine ganze Woche rum. Und du hast nichts geschafft, außerdem zu erklären, du musst den Haken da oben in den Optionen setzen. Und das kann eine komplette Entwicklungsabteilung völlig lahmlegen. Na, und dann wirst du Aufwand in dein Programm reinstecken, damit solche Rückfragen nicht kommen. Das ist dann wahnsinnig viel. Und dieser Aufwand wird den Aufwand für das Gesamtprogramm verdoppeln. Locker. Wenn nicht verdreifachen. Urplötzlich kommen dann Menschen mit anderen Muttersprachen dazu. Die wollen dann das Programm gar nicht mehr in Deutsch haben. Die wollen das in Englisch haben. In Französisch. In Spanisch. In Japanisch. In Koreanisch. In Mongolisch, in Klingonisch, in you name it. Ne? In allen Sprachen, die du dir vorstellen kannst. Und dann plötzlich hast du in deinem Team 20 Übersetzer, die diese ganze User-Interface-Sachen übersetzen und so einen Scheiß. Und plötzlich ist dein Entwicklerteam 1000 Leute groß und du findest dich in ganz, ganz vielen Besprechungen wieder und solchen Kram. Ne? Das sind so die Probleme, mit denen sich Google und Facebook und so rumschlägt. Okay? Gegen diese Scaling-Sachen muss man was machen. Und für die meisten dieser Scaling-Probleme gibt es inzwischen Antworten. Wie geht man damit um? Was muss man da tun? Und das Hauptproblem ist, wenn man, bevor man auf dieses Problem gestoßen hat, zu viel hiervon gemacht hat, dann muss man jetzt anfangen und den Kram aufräumen, damit man über diese Komplexitätshürde drüber wegkommt. Damit man die nächste Größenordnung an Benutzern bedienen kann, muss man jetzt plötzlich anfangen aufzuräumen, damit das Programm auf verschiedenen Rechnern läuft. Da gibt es plötzlich subtile Unterschiede von Windows-Version zu Windows-Version, von Android-Version zu Android-Version, die ich dann ausnocken und die du nicht hast, wenn du nur 10 Benutzer hast. Das sind Probleme, die erst auftauchen, wenn du 100.000 Benutzer hast, und dann musst du diesen Aspekt in deinem Programm gut verkapselt haben, damit du das hinbekommst, dass sich das System anguckt, ich bin auf Android 2.3.0.5, dann muss ich das so und so machen, damit man das hinkriegt.
Weswegen Hacktaken ist eigentlich das Gegenteil von Softwaretechnik und nein, das lernen wir hier nicht. Höchstens, wenn ich mich mal verplappere. Programmiertricks hatten wir schon, Objektorientierung werden wir uns sehr viel mit beschäftigen, weil das ein gutes Strukturierungsmittel ist. Übungen werden wir machen, Kniffe nicht so sehr, Fähigkeiten, warum hat sich das nicht gepoolt? Coole objektorientierte Programmierung, auf jeden Fall. R's sind total uncool. Kann man das irgendwie streichen oder so? Software schneller, Tipps, Tricks, Objektorientierung, Methoden, keine R's, nein, keine R's. Wichtige Dinge. Okay. Gut, wir machen heute eine Einführung. Wir haben jetzt eine knappe Stunde rum und werden uns dann ab nächster Woche intensiv wirklich mit Programmieren beschäftigen, was bei uns hier mit Test- und Beispielszenarien beginnt. Es gibt ein wichtiges Prinzip der Softwaretechnik, das ist das Test-First-Prinzip. Man soll seine Programme so schreiben, dass sie leicht zu testen sind, weil man das am Plus doch lange machen muss. Und das geht insbesondere dann leicht, damit ein Programm leicht zu testen ist, braucht man da Zugangsstrukturen. Man muss von außen zur Laufzeit in so ein Programm reingucken können und dann so ein paar Stellen so Messpunkte haben, ist diese Variable, was hat die für einen Wert, man muss auf bestimmte Dinge zugreifen können. Das Ding muss auch in einer bestimmten Weise strukturiert sein, damit es gut testbar ist. Und diese Struktur kriegt man am leichtesten dann hin, wenn man als erstes den Test schreibt und dann anschließend erst die Funktionalität realisiert gegen diesen Test. Und das nennt sich das Test-First-Prinzip und das ist eine der Mechanismen, mit denen die Softwaretechnik die Produktivität stark verbessert hat in den letzten 10, 15 Jahren. Das sind die Sachen, die uns wirklich nach vorne gebracht haben und deswegen werden wir versuchen, euch das hier zu vermitteln. Bis wir wirklich dahin kommen, müssen wir vorher aber nochmal lernen, wie baue ich ein Testszenario? Was sind eigentlich die Dinge, die ich prüfen möchte? Und damit fangen wir im Großen und Ganzen an. Okay, dann kommt dieser ganze Kram. Es gibt ein paar Grundkompetenzen, die ich euch vermitteln möchte und die Programmierer und Programmiererinnen dringend brauchen. Wir brauchen die Grundkompetenz der Modellierung. Ein paar haben diese Sachen, glaube ich, schon gesehen, wenn sie bei mir irgendwie als Mentorengruppe bei der Einführung gewesen sind im ersten Semester. Ich erzähle das auch sonst öfter mal. Das ist im Prinzip ein kleines Programm, mit dem man bei der NASA die Mondlandung simuliert worden ist. Und dafür braucht man nicht wahnsinnig viele Geschichten. Man muss sich eben überlegen, das ist ein physikalischer Vorgang. Wenn ich den in einem Computer abbilden möchte, dann muss ich mir überlegen, mit welchen Zahlen und Buchstaben mache ich das am geschicktesten. Und mit welchen Daten mache ich das am besten. Wie erkläre ich meinem Computer, was die relevanten Dinge bei einer Mondlandung sind. Und ob diese Mondlandefähre jetzt pink ist oder hellblau, ist für den Computer bei der Simulation der Mondlandung nicht so wahnsinnig relevant. Relevant sind die physikalischen Größen, um die es hier geht. Also, wie groß ist die Masse von diesem Landefahrzeug? Wie hoch bin ich gerade? Wie schnell falle ich gerade? Wie viel Treibstoff habe ich noch? Wie groß ist die Mondanziehungskraft und solche Dinge mehr? Das sind jetzt Gott sei Dank Dinge, da hat die Physik schon viel Arbeit geleistet. Wie muss ich das auf Zahlen abbilden und diese Zahlen dann im Computer zu organisieren, ist sehr, sehr einfach. Eine größere Modellierungsaufgabe war dann schon, lasst uns doch mal so ein Navigationssystem bauen. Die sind so in den 90er Jahren aufgekommen, davor gab es das nicht. Weil, wir wussten nicht, wie es geht und die Rechner waren nicht schnell genug. Und in den 90er Jahren hat sich das dann geändert und die Leute, die das gebaut haben, standen im Wesentlichen vor der Aufgabe, wenn ich jetzt hier so ein Satellitenfoto von der Kasseler Innenstadt habe, wie erkläre ich dem Rechner, ich möchte gerne von hier nach hier fahren, finde mal den kürzesten Weg.
Wie erkläre ich dem Rechner, was ein Weg ist? Wie erkläre ich dem, was sind Straßen? Was sind Stellen, wo ich langfahren kann? Und so weiter und so weiter. Die Lösung war dann damals, dass man einfach alle Stellen, wo zwei Straßen aufeinander stoßen, überall, wo eine Kreuzung oder eine Abzweigung oder eine Einmündung oder irgendwas ist, alle diese Stellen hat man zu Knotenpunkten erklärt und durchnummeriert. Das geht in Kassel ziemlich simpel. Wenn man in ganz Deutschland alle Stellen, wo eine Straße an eine andere Straße stößt, durchnummeriert, sind das etwa 20 Millionen. Das ist wenig. 20 Millionen Knotenpunkte ist das Wegenetz von Deutschland. Ganz Europa sind ein paar hundert Millionen. Kinderkack. Ja, das passt noch in den Hauptspeicher, ist an dieser Stelle das Wichtige. 20 Millionen Wegpunkte in Deutschland. Dann hat man gesagt, okay, eine Straße oder ein Stück Weg ist einfach die Verbindung zwischen zwei Wegpunkten. Und jetzt, wenn ich von dem Punkt 1 zu dem Punkt 2 fahre, und dieses Verbindungsstück sind 12 Kilometer. Okay, das ist dann schon ein Stück Autobahn. Also 12 Kilometer Landstraße ohne Abzweigung gibt es nicht. Dann kann ich das im Rechner simulieren, indem ich diese beiden Dinge hier als Indizes in so einem zweidimensionalen Array nehme und da als Distanz eintrage, von 1 nach 2 braucht man 12 Kilometer. Und so weiter und so weiter. Das macht man. Waren Sie wieder die bösen Arrays. Und jetzt habe ich mein Gesamtproblem auf so ein Array abgebildet. Auf eine Datenwolke, wo im Prinzip drin steht, von dem Punkt ist es so und so weit. Und dann kann ich relativ leicht einen Algorithmus schreiben, haben wir effiziente Algorithmen, habt ihr das gelernt, die Algorithmen und Datenstrukturen. Kürzeste Wegesuche haben wir alle gemacht. Ne? Das können wir jetzt alle programmieren, Fine Distance, von 1 nach 7, wie geht das? Wo fahre ich lang, wenn ich von 1 nach 7 möchte? Bei 5, 6, 7. Okay, hier hinten ist egal, weil oben rum, unten rum ist gleich lang. Der Trick ist hier, wenn man hier direkt fährt, sind 4 Kilometer, wenn man hier und hier fährt, sind nur 2 Kilometer. Normalerweise fallen die Leute drauf rein, schade diesmal. Computer probieren sowas systematisch durch und würden das natürlich genauso auch finden. Okay. Ach ja, Banken spare ich mir heute mal. So, worauf ich hinaus wollte, war, eine Kernkompetenz, die ihr alle braucht, ist, wenn euch irgendeiner eine Programmieraufgabe gibt, ein Kunde, einen Auftrag, baut mir bitte eine Software, die das und das kann, ist die erste Herausforderung immer, wie erkläre ich meinem Rechner dieses Problem? Welche Daten muss ich erfassen? In welchem Format? Was für Zahlen nehme ich? Was für Strings nehme ich? Wo nehme ich ein booleanes Flag? Wie organisiere ich das Ganze zu Objekten womöglich? Wie mache ich Verzeigerung? Wie mache ich Querverweise? Damit das Ganze im Rechner gut läuft. Die Aufgabe von guter Modellierung, da kommt gleich eine Folie dazu, weiß ich genau, ist es hier. Relevante Elemente der Problemstellung, also nur die Teile, die ich brauche, möglichst elegant, hätte ich jetzt fast gesagt, im Rechner abzubilden. Und das Ziel guter Modellierung ist, dass anschließend die Programmierung der Algorithmen möglichst einfach wird. Es gibt eine eigene Teildisziplin der Softwaretechnik, die sich nur mit wie modelliere ich die Welt beschäftigt. Da gibt es extra Techniken für, Ontologien, Wissensbasen. Es gibt wissensbasierte Sprachen. Es gibt alle möglichen Dinge an dieser Stelle. Sehr häufig wird beim Modellieren der Fehler gemacht, dass man versucht, die Welt möglichst realistisch nachzubilden. Das soll sich im Computer so verhalten wie in Wirklichkeit. Die reale Welt soll abgebildet werden. Das kann man durchaus machen. Manchmal ist das sogar gut. Tatsächlich ist das Problem an dieser Stelle, dass die reale Welt häufig viel komplizierter ist, als ich das für die Problemlösung hier brauche. Und ich kann Sachen weglassen und ich kann auch vereinfachende Mechanismen einfach annehmen, vereinfachende Dinge tun. Und wenn ich das mache,
dann wird ein Programm, das vorher 1000 Zeilen lang wird, jetzt plötzlich nur noch 50 Zeilen lang. Man kann Programmkomplexität dramatisch reduzieren, wenn man seine Daten gut organisiert. Und das ist gute Softwaretechnik. Und deswegen ist Modellieren wichtig und deswegen werden wir damit auch anfangen, im Großen und Ganzen. Die zweite Kernkompetenz oder die zweite große Aufgabe an dieser Stelle ist eigentlich mit dem Kunden zu kommunizieren. Das ist hier die falsche Folie. War. Kommunikation. Kommunikation ist eine Kernkompetenz der Informatik. Das Problem ist, dass die Leute, mit denen ihr redet, werden in den seltensten Fällen selber Softwareentwickler oder Entwicklerinnen sein. Ihr werdet ein Programm machen zur Verwaltung von Prüfungsdaten für SAP oder irgendwie für eine Universität. Okay, damit kennt ihr euch noch ganz gut aus, weil ihr eure eigenen Prüfungsdaten auch mal verwaltet worden sind. Ihr werdet Programme machen, um Autos zu verkaufen in einem Gebrauchtwagenhändler. Okay, ihr habt auch schon mal ein Auto gekauft, ein bisschen kennt ihr euch in der Anwendungsdomäne aus. Aber was die intern an Verrechnungsvorgängen machen, wie die das buchen, warum die das wie, wann und wo machen, was für Gewinnmargen die berechnen und solche Dinge mehr, darüber kennt man sich typischerweise nicht aus. Das muss aber euer Programm abbilden. Das heißt, ihr müsst mit eurem Kunden sprechen. Wie macht ihr das? Was ist hier das relevante Teil? Ist das okay, wenn ich das so in meinem Computer abbilde? Reicht das aus, oder müssen wir mehr Detailgrad haben oder ist das schon zu detailliert? Und das müsst ihr mit jemandem besprechen, der von Computern im Großen und Ganzen keine Ahnung hat. Und auf keinen Fall weiß, wie das intern programmiert wird, wie das funktioniert. Und das ist eine riesengroße Kommunikationsaufgabe. Prinzipiell sind Softwareentwickler, Informatiker, Informatikerinnen ziemlich gut in der Aufgabe der Abstraktion. Wenn wir verstanden haben, was sind die relevanten Größen, das anschließend in den Computer abzubilden, ist nicht mehr so wahnsinnig schwierig. Das können wir. Wir können mit Klassen umgehen, wir können Algorithmen bauen und solche Dinge mehr. Das ist eine Sache, die kriegt man ganz gut hin. Aber mit dem Kunden rauszukriegen, was ist jetzt eigentlich relevant? Was ist hier der Teil, den wir wirklich brauchen? Und was ist der Teil, der ist, ja, das haben wir immer so gemacht, aber eigentlich wissen wir nicht mehr warum. Was brauchen wir eigentlich nicht? Das ist eine wirklich schwierige Sache. Das wird insbesondere dadurch schwierig, dass Leute aus anderen Disziplinen auch Abstraktionen gelernt haben, aber in ihrer Disziplin jeweils. Und wenn ihr jetzt mal mit einem Landwirt sprecht, wer kommt aus der Landwirtschaft? Okay. Was der mit Fruchtfolge meint, was der mit Deckungsbeitrag meint, was der mit Beitragsmengen meint, was der mit einer Ackerschlagdatei meint, was der mit Herbizideinsatz meint und wie die das managen. Das ist eine eigene, komplizierte Sprache mit sehr vielen Fachbegriffen, die nur schwierig zu übertragen ist auf eure Denkwelt. Und je weiter ihr von der Anwendungsdomäne entfernt seid, desto schwerer ist das. Und in jeder Disziplin gibt es Dinge, die man ums Verrecken nicht versteht. Es gibt in der Finanzwelt Bilanzierungsregeln. Das ist der Wahnsinn, wie das funktioniert, wie eine Bilanz aufgestellt wird. Und wenn ihr ein Programm schreiben sollt, das dabei helfen soll, müsst ihr euch da reinfuchsen. Es gibt im juristischen Bereich wunderschöne Regelungen, das hält man nicht für möglich. Das studieren kluge Menschen jahrelang, damit das geht. Es gibt im medizinischen Bereich komplizierteste Dinge. Im einfachsten Fall geht es um Spielregeln für Gesellschaftsspiele, die richtig abgebildet werden müssen und so weiter und so weiter. Und weil das so ein kompliziertes Problem ist, hat die Softwaretechnik lange darüber nachgedacht, was können wir machen, damit das nicht so schwierig ist. Und es hat sich dann herausgestellt, dass man diese verschiedenen Abstraktionsarten, die in verschiedenen Disziplinen verwendet werden, am einfachsten dadurch überwindet, dass man nicht abstrakt redet, sondern dass man konkrete Beispiele macht. Das heißt, das Beispiel ist nicht mehr so richtig interessant. Wenn in der Prüfungsordnung
für den Bachelor Informatik steht, dass die alten Mathematik 1 und 2 Vorlesungen umstrukturiert wurden in Algebra und Analysis. Das war vor eurer Zeit. Ne? Ihr müsst jetzt Algebra und Analysis hören, oder? Genau. Das stand da auf sehr kryptischem Beamtendeutsch in dieser Regelung drinne. Was das im Wesentlichen bedeutet, ist, dass wenn jetzt ein Student oder eine Studentin Kali ist ein estländischer Name, der sowohl für Mädchen als auch für Jungen verwendet wird, ist deswegen genderneutral und taucht super prima für Beispiele. Na, also Studentin mit großem I Kali hat Mathe 1 und Mathe 2 schon bestanden und wechselt jetzt die Prüfungsordnung, dann kriegt sie Algebra und Analysis direkt aus anerkannt. Na, wenn Abu auch das gleiche studiert, also die alte Prüfungsordnung, hat aber nur Mathe 1 und Mathe 2 nicht und will wechseln, dann bedeutet das für Abu, sorry, du musst beide Scheine neu machen. Weil der Mathe 2 Schein, der dir fehlt, davon ist jetzt die Hälfte in Algebra und die Hälfte in Analysis und deswegen musst du diese beiden Scheine nochmal nachmachen. Ganz schlechte Karten. Okay? Oder du wartest noch, machst den Mathe 2 Schein und wechselst danach erst. Das waren so die Dinge, mit denen wir uns viel beschäftigt haben. Diese Regelung ist abstrakt, wahnsinnig, naja, mittelmäßig bescheuert. Wenn man sich das an zwei oder drei konkreten Fällen, was bedeutet das jetzt eigentlich, klar macht, ist das sehr, sehr simpel. Na? Du hast beide Scheine, alles ist gut. Du hast keinen Schein, auch egal. Du hast einen von den beiden, schlechte Idee. Das ist im Großen und Ganzen die Sachen, die mir dann da sagen möchte. Bilanzierungsregeln. Im Softwarebereich gibt es da ein sehr fröhliches amerikanisches Recht. Nach amerikanischem Recht können Erstellungskosten für Software als passiver bilanziert werden. Das bedeutet, wenn jetzt die Firma SimpleSoft in Palo Alto, sonst geht das nicht, in 2010 Bob und Alice dazu verdonnert, 24 Monate lang ein mörderneues Softwareprogramm zu schreiben, das am Ende Does Not Work heißt und auch irgendwie nicht richtig funktioniert. Dann kann SimpleSoft trotzdem sagen, okay, wir haben in diese Software die Gehälter von Bob und Alice für 2 Jahre investiert. Das sind jetzt mal angenommen 120.000 Dollar, vielleicht ein bisschen mehr. Und das heißt, dieses Programm ist 120.000 Dollar wert, weil wir so viel Geld dafür ausgegeben haben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir damit 0 Euro am Markt verdienen können. Das Programm ist jetzt 120.000 Dollar wert und das Programm gehört der Firma, ist also passives Einlagevermögen, Lagerbestand quasi, den diese Firma hat und dementsprechend gehört das jetzt in die Bilanzsumme rein und diese Firma hat 120.000 Euro verdient in dem Jahr oder kein Minus gemacht, weil sie hat ja Werte geschaffen. Okay? Und wenn du dann mit so einer Bilanz an die Börse gehst, kannst du richtig viel europäische Kohle einsammeln. Na? Und das hat lange gedauert, bis die Europäer das kapiert haben. Da war Palo Alto dann schon groß. Okay. Eine sehr schöne Sache ist dass der Paragraph 5 des Grundgesetzes. Da steht, Presse, Kunst und Wissenschaft sind frei. Zensur findet nicht statt. Ne? Boah, klar, Presse ist frei. Das ist völlig klar. Und wenn der Präsident von Deutschland bei der Bild anruft und sagt, wehe, wenn ihr das veröffentlicht, dann kündigt er nachher. Ne? Das ist eine ganz übliche Sache, das weiß jeder. Tatsächlich habe ich auch lange nicht gewusst, dass da außerdem noch Kunst und Wissenschaft steht, bis ich Professor geworden bin und man mir beigebracht hat, dass das insbesondere bedeutet, dass die Politik aufgrund der sehr schwierigen Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg keinen Einfluss auf die Wissenschaft nehmen darf. Die Politik darf die Wissenschaft nicht instrumentieren. Deswegen sind die Wissenschaftler frei. Okay, nicht alle Wissenschaftler, nur die Professoren. Na? Doktoranden sind nicht frei, ihr seid unfrei. Die Professoren, das heißt, wenn jetzt der Dekan kommt und meint zu mir, du Albert, findest du nicht, du könntest mal ein bisschen früher zur Arbeit kommen, dann werde ich sagen, du disst mich. Du hast was gegen meine Forschung, du willst mich beeinflussen, du willst meine Forschungsergebnisse unterdrücken, aber Paragraph 5 schützt mich und ich komme weiter um 12 Uhr. Na? Das ist mal ein richtig konkretes Gesetz. Das mag ich. Das geht so weit, dass mir keiner vorschreiben darf, kann,
über welche Inhalte ich forschen möchte. Und wenn ich morgen beschließe, dass das Liebesleben der roten Riesenameise der wichtigste Beitrag zur Informatik dieses Jahrhunderts ist, dann beschäftige ich mich damit so lange, wie ich Bock habe. Und ich kann auch Vorlesungen darüber halten, wenn ich das gerne möchte. Und das kann keine Macht dieser Welt verhindern. Okay? Und Studiendekan sein ist ein totaler Scheißjob, weil wenn die Professoren irgendwie keinen Bock haben, ihre Pflichtvorlesungen zu halten, musst du die alle selber halten. Ne? Weil du kannst die nicht wirklich dazu zwingen. Und wenn du dann Druck auf den ausübst und sagst, dann streichen wir dir Gelder, dann rufe ich sofort das Bundesverfassungsgericht, ne, und sage, halt, ich werde unterdrückt. Und solche Dinge. Konkrete Beispiele zu geben, ist relativ schwer. Insbesondere, weil ihr alle jetzt über ein Jahr lang darauf trainiert worden seid, abstrakt zu denken. Programme sind relativ abstrakt, die Sachen, die man in Programmen abbildet, sind relativ abstrakt. Und man versucht, wenn man ein Programm schreibt, auch immer ja, ein möglichst allgemeingültiges Programm zu schreiben. Eins, das mit allen möglichen Eingaben klarkommt und in allen möglichen Situationen das Richtige tut. Da steckt ganz viel Komplexität drin, weil es ganz, ganz viele unterschiedliche Situationen geben kann, in denen unser Programm jetzt was Unterschiedliches tun muss. Und alle diese Situationen vorherzusehen und ein Regelwerk, einen Algorithmus aufzustellen, das in jeder Situation genau das Richtige tut, das ist die große Kunst der Programmierung. Und das ist wahnsinnig kompliziert. Und je komplizierter die Situationen sind, je mehr ich davon habe, desto komplizierter ist das Programmieren. Das ist jetzt für uns schon kompliziert. Und das ist jetzt für einen Verwaltungsangestellten, der uns irgendeinen Buchungsvorgang erklären möchte, noch viel komplizierter. Tatsächlich kennen die sich in ihren Anwendungsdomänen, können die sich wahnsinnig genau aus. Und die wissen genau, wenn wir jetzt diese Regelung so ändern, dann habe ich nächste Woche 33 Studenten da stehen, die folgenden Zettel aus dem Tornister ziehen und die dann von mir das und das umsonst bekommen wollen. Und dann wissen die genau, wie die damit umgehen können. Das können die alles sehr, sehr gut. Schwierig ist das, uns das zu erklären. Weil die versuchen dann auch, das in so Regeln zu erklären. Es gibt die grundsätzliche Regel, dass. Und das ist wahnsinnig schwierig. Deswegen die Idee ist, macht das mit konkreten Beispielen. Na, und dafür muss man immer, das muss man lernen tatsächlich. Ihr habt ein Jahr lang beigebracht werden, versucht Regeln zu bauen, die allgemeingültig ist. Und jetzt müssen wir einmal einen Schritt zurückgehen und sagen, damit wir mit Leuten in anderen Disziplinen reden können, müssen wir wieder auf konkrete Beispiele runtergehen. Wir müssen uns konkrete Situationen angucken und nicht versuchen, so viele Alternativen wie möglich auf einmal zu behandeln, sondern genau eine. Weil wenn wir uns nur auf eine Situation konzentrieren, dann schaffen wir das, über die Domänengrenzen hinweg auch mit anderen Menschen zu kommunizieren und zu sagen, okay, wenn jetzt da Peter und Paul stehen, was soll denn dann passieren? Was ist denn jetzt, wenn Anna noch dazu kommt? Na? Und was passiert, wenn das und das ist? Und dann können wir eine Situation nach der anderen durchackern. Und tatsächlich haben fast alle Leute, wenn man mal mit einem Sachbearbeiter in irgendeiner Verwaltung spricht, die kennen alle Situationen, die es gibt, weil die alle schon bearbeitet haben. Und die können auch sagen, okay, jetzt haben wir diese 7 Situationen. Und wenn man die fragt, ist das alles? Dann sagt er, nee, es gibt noch den Fall von dem Karl Mayer, der war letzte Woche. Und da kann an der Stelle das anders passieren. Na? Wir haben mal mit den Autoleuten hier unten im Keller Trassenkonstruktionen in Autos gemacht, wo man Kabel langlegen kann. Und da haben wir dann gesagt, okay, da gibt es so Trassen, dann gibt es Knotenpunkte, wo Trassen aneinander stoßen und bla. Und dann kamen, da haben wir ein paar Beispiele aufgebaut und dann kamen die tatsächlich 2 Tage später wieder und haben gesagt, oh, wir haben eine ganz, ganz schlimme Situation vergessen. Da gibt es in diesem einen Batteriekasten, da stoßen 2 Kästen direkt aneinander, da ist nur so ein Loch in der Wand. Da ist gar keine Trasse. Wie modellieren wir das? Das können die euch alles sagen. Die können euch genau sagen, hier ist nochmal eine andere Situation. Und danach aus solchen Beispielsituationen wieder ein Programm machen. Das haben wir gelernt. Das kriegen wir ganz gut hin. Das ist nicht mehr schwierig. Nur diese Beispielsituationen vollständig sammeln, da muss man so ein bisschen investieren. Die Faustformel ist, wann habe ich ein konkretes Beispiel? Wenn alle Dinge, die da mitspielen, einen individuellen Namen haben. Das ist immer eine coole Sache. Also man sagt nie, ein Professor, wenn man einen unbestimmten Artikel verwendet, ist immer schon falsch. Ne? Man sagt, Albert,
mach das so und so. Oder Herr Geis oder Frau Fori oder sonst irgendwer hält Vorlesung Programmiermethodik im Wintersemester 14/15. Das ist eine konkrete Vorlesung. Und wir meinen jetzt mal gerade die Veranstaltung am 24. Oktober. Gibt es nicht, ne? Was haben wir heute für einen? Am 19. Oktober, die um 10 Uhr, die im Raum 1332. Ne? Wir reden auch nicht von einem Studenten. Wir reden von Kali. Ne? Oder von Abu oder von Lee oder von sonst irgendwas. Es ist okay, wenn man für diese Persona, nennt man die auch, für diese Personen, die in solchen Szenarien mitspielen, Stereotypen verwendet. Also, naja, so eine typische Dumpfbacke oder sowas. Ne? Jetzt will ich keinen beleidigen, das ist schwierig. Dann nehme ich lieber was Positives. Dann nehmen wir mal den Matheüberflieger Peter Einstein. Ne? Da hat man sofort eine klare Vorstellung, was ist das für ein Typ. Oder die Matheüberfliegerin Petra Einstein, auch egal. Das ist nicht der Punkt. Man hat sofort Gefühl, ah ja, das ist eine konkrete Person, die steht für eine bestimmte Gruppe von Anwendern, mit denen ich später zu tun habe. Ne? Oder dann sage ich, okay, die Verwaltungsfachangestellte so und so. Oder der Autoschrauber, weiß ich jetzt nicht genau. Wenn ich für solche Leute eine Benutzeroberfläche baue, dann weiß ich sofort, okay, da kann ich die und die Sachen voraussetzen, das wird funktionieren, aber wenn ich in der Autowerkstatt was habe, dann sollte der Bildschirm größer sein, da sollte eine Schutzfolie sein, die ich alle, wenn die mit Ölverschmiert ist, abziehen kann. Solche Dinge mehr. Da müssen die Knöpfe größer sein, damit die mit dem Schraubenschlüssel draufhauen können. Ne? Das muss ein bisschen stabiler ausgeführt sein. Das liegt nicht daran, dass die Leute blöd werden oder irgendwas, sondern das liegt daran, die haben einen Schraubenschlüssel in der Hand. Ne? Und fertig. Da muss man einfach drauf eingehen. Programmieren ist eine sehr allgemeine Tätigkeit. Ne? Hier stand dann früher Zeile so und so viel im Programm so und so viel. Na, Programmieren bedeutet, man schreibt hin System Out Println Hello World. Das ist ein konkretes Stückchen Programm. Ne? Und da habe ich ein konkretes Beispiel gemacht und nicht irgendein Programm. Wir können mal versuchen, wir hatten ein gutes Beispiel für ein Auto. Sag du mal ein Beispiel für ein Auto. Ihr könnt vorsagen, ist okay. Ein VW. Wow. Geht es noch konkreter? VW Golf GTI. Geht es noch konkreter? Baujahrsfarbe. Man sagt zum Beispiel Alberts Golf. Ich habe tatsächlich einen. Mit dem Kennzeichen, das sage ich euch nicht, nachher habe ich Schramm drin. Ne? Das ist ein Individuum. Das ist ein ganz spezielles Auto. VW ist eine Firma, die stellt ganz viele Autos her. Golf ist ein Fahrzeugtyp, da gibt es ein paar Millionen von. Alberts Golf gibt es nur einmal. Ne, das ist eine... Alberts, ich habe tatsächlich in meinem Leben mehrere gehabt. Also Alberts Golf 2014. Da hatte ich nur einen. Ne, okay, ist noch nicht ganz rum, aber könnte sich noch ändern. Im Augenblick ist das eine eindeutige Beschreibung. Das ist genau der Golf. Man kann noch genauer werden und sagen, bevor er diese Schramme hatte, na, oder nachdem er diese Schramme hatte, je nachdem. Ich habe mal den Blumenkübel bei uns in der Straße mitgenommen. Na, das sind vielleicht nochmal wichtige Detailinformationen, wenn ich den Wert von diesem Auto zum Beispiel bestimmen möchte. Wenn ich ein Programm mache, das Autos bewertet, dann muss ich eben sagen, okay, es geht jetzt um dieses Fahrzeug und zwar zu diesem Zeitpunkt in dem Zustand. Okay? Und das muss ganz, ganz, ganz konkret sein. Es muss einen konkreten Namen haben. Okay, versuchen wir mal Haus. Sag mal ein konkretes Haus. Ich will nicht meine Adresse. Du bist auf dem richtigen Weg. Okay, dann machen wir mal Willi Allee 73. Ne? Das ist immer noch relativ unkonkret. Dann nehmen wir noch den Raum 1332 dazu. Und zwar vor Kaugummi unter der Bank. Ne? Irgendwie als er neu war oder so. Keine Ahnung. Ja, dann muss man unter Umständen nochmal sagen. Also es ist jetzt der Raum zu dem Zeitpunkt. Und da saßen so viele Leute drin. Und solche nämlich, als die Vorlesung so und so stattgefunden hat. Okay.
Ich glaube, wir kommen so langsam rein. Ne? Machen wir nochmal Vorlesung. Was ist eine konkrete Vorlesung? Hier irgendwo. Programmiermethodik, Wintersemester 14, 15. Das ist schon ziemlich konkret, weil es jetzt eben nur eine Veranstaltungsreihe ist, an dieser Stelle möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Tatsächlich, das Wort Vorlesung ist im Deutschen, wird sowohl für die komplette Veranstaltungsreihe über das Semester hinweg verwendet, als auch für die einzelne Doppelstunde. Das ist doppeldeutig, das Wort. Das heißt, man könnte es noch genauer sagen, heute war der 19. Ne? 21. Okay. 21.10.14 und es war irgendwie so 12 bis 13.30 oder so. 13.45. Also man sieht sofort, wenn es konkret wird, versteht man auch kleine Details sofort. Ne? Wenn ich da jetzt 13.45 hinschreibe, weiß auch jeder, was das sofort für ihn bedeutet. Und das funktioniert auch für andere Leute aus anderen Anwendungsdomänen. Das würde jetzt also ein Student der Sozialwissenschaften auch sofort verstehen. Und deswegen ist das wichtig, dass man das möglichst konkret an sowas klar macht. Was wir brauchen, ist also konkrete Beispiele für die Kommunikation mit dem Kunden und dem Team. Und die Kunst ist danach, aus diesen konkreten Beispielen, das, was wir schon gelernt haben, abstrakte Programme abzuleiten. Das ist das, wie wir hier vorgehen werden. Dafür werden wir in der Beispielbereich insbesondere nachher Objektdiagramme verwenden. Mit denen kann man natürlich sprachliche Beispielszenarien konkretisieren, sodass es leicht ist, sie im Rechner abzubilden. Aus Objektdiagrammen werden wir dann lernen, Klassendiagramme abzuleiten, die die Programmstruktur beschreiben. Dann werden wir aus den Klassendiagrammen Klassen in Java implementieren. Das ist ein sehr mechanischer Schritt. Und nicht so wahnsinnig spannend, aber da muss man an ein paar Stellen aufpassen, dass man das richtig macht. Insbesondere bei den Assoziationen. Dann werden wir die Objektstrukturen, die wir hier oben entworfen haben, mit Java-Programmen erzeugen, also diese konkreten Situationen aus unseren Beispielen, als Objektstrukturen im Hauptspeicher nachstellen, also die relevanten Teile davon. Und auf diesen Objektstrukturen laufen dann unsere objektorientierten Algorithmen. Das ist im Großen und Ganzen der Plan. Und diese Schritte sollt ihr nach Möglichkeit am Ende des Semesters beherrschen, dass ihr das eben für alle möglichen Anwendungsdomänen aus dem FF könnt. Auch praktisch könnt. Also nicht nur wisst, wie es geht, sondern ihr könnt es auch umsetzen. Also das fließt so aus den Fingern in die Tastatur von ganz alleine und in die Maus. Das muss so weit automatisiert sein, dass ihr das, ich will nicht sagen reflexartig, aber dass ihr das sehr schnell hinbekommt für alle möglichen Arten von Problemen. Und diese Art von Grundschnelligkeit kriegt man durch häufiges Wiederholen. Das heißt, wir üben das einfach an ganz vielen Beispielen, bis euch das in Fleisch und Blut übergegangen ist. Das ist im Prinzip die Idee dabei. Okay. Wollt ihr noch was zu den Übungsbetrieben sagen oder macht er das in dem Übungsbetrieb? Okay. Ich hoffe, wir haben ein schönes Semester zusammen und wir sehen uns am Freitag wieder in der Übung unten im ZipBull. Danke für die Aufmerksamkeit.